Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Ja, Leute, ein Jahr Empties. Ich habe alles hier gesammelt, was ich an Kosmetikprodukten aufgebraucht habe. Dazu zählt für mich auch Nagellack, Setting, Primer Spray und Parfüm und Body Spray. Ja, also ich habe mich auch letztes Jahr wie im Jahr davor nicht so viel geschminkt, weil ich eben halt einfach viel zu Hause war. Ich glaube, das geht vielen so. Ja, aber ich finde, das ist trotzdem ein bisschen was leer gegangen. Es hat sich trotzdem rentiert. Ich habe hier wieder alles notiert und tatsächlich habe ich hier auch noch, das ist echt interessant, meine aufgebrauchte Liste von 2018 noch, also 2018, 19, 20, 21 und jetzt von 2022. Das ist immer interessant. Ich habe nicht immer das Projekt gleich verfolgt, also dass ich immer auch Parfümproben und so mit dazu gezählt habe. Ganz am Anfang habe ich das, glaube ich, nicht gemacht. Aber es ist schon ganz interessant, ne? Wie der Trend tatsächlich, muss ich sagen, so ein bisschen rückläufig ist. Aber gut, ich werde jetzt mal die erste Kategorie hier rausfummeln aus meiner Kiste und werde es euch mal zeigen. Die erste Kategorie, die ich hier aufgeschrieben habe, sind Primer und Setting Sprays. Da habe ich aufgebraucht 7 Stück und ich kann mal gucken, 2021 waren das 5 Stück. Jetzt nur mal so, ja, zum Vergleich. Als erstes ist hier leer gegangen das Teilchen. Das ist von Catrice, aus einer Limited Edition war das. Die Variante Cotton in dieser Glasverpackung. Ja, ich sage jetzt nicht so viel dazu, weil ihr habt das schon mal irgendwann im Laufe des Jahres gehört. Dann aufgebraucht Essence, das habe ich, ach, das habe ich bestimmt auch noch mal da. Das habe ich eine Zeit lang nur benutzt. Finde das immer noch ganz gut. Dann, das war mal in einer Box, Fix It Up von Koki. Ich kenne die Marke gar nicht, das war in Ordnung. Dann, oh, mein heißgeliebtes, ich glaube, ich habe davon noch ein, zwei. Das Coffee to Glow Body Wake Up Mist. Oh, das riecht so toll. Liebe ich. Da habe ich die den Sprüher ausgetauscht mit dem hier, weil einer davon war nicht so gut. Ich glaube, der. Und dann habe ich das so gewechselt, als das leer war. Das war aus einer Limited Edition von Essence. Catching Clouds. Milky Face Mist hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist aber, das kann von mir aus ins Standardsortiment in so einer 1-Liter Flasche. Das wäre ganz gut. Liebe ich. Aber habe ich mir auch zuhauf gesichert. Habe ich vorletztes Jahr auch schon ziemlich viel aufgebraucht. Aber ich glaube, ich habe noch, Gott sei Dank. Dann ein Fixing Spray von MAC leer gegangen und irgendjemand hat mir geschrieben, dass das Back to MAC Programm wohl eingestellt wird. Schade. Ich habe nämlich hier ein paar Sachen gesammelt. Ich habe aber hier auch gar kein Store, wo ich das irgendwie hinbringen könnte. Eigentlich total doof, dass ich es dann gesammelt habe. Ich weiß jetzt halt nicht, also das kann wahrscheinlich auch keiner gebrauchen. Ich werde das dann alles wegschmeißen. Ich werde es jetzt erstmal in die Kiste packen. Wenn sich da jemand auskennt und kann die Produkte gebrauchen, dann würde ich die einfach gegen Versandkosten abgeben, wenn die jemand einlösen möchte, sofern das noch möglich ist. Aber wenn sich da jetzt innerhalb von einer Woche oder so niemand zurückmeldet auf das Video, dann schmeiße ich die Sachen auch weg, weil wie lange soll ich das noch alles hier behalten? Genau. Aufgebraucht habe ich auch noch da, das war die Kokosvariante. Genau, habe ich noch andere Varianten davon da. Und aktuell verwende ich gerade das hier. Und dann The Professional Super Setter von Benefit leer gegangen, fand ich auch in Ordnung. Dann die nächste Kategorie ist, sind Parfümproben. Da habe ich aufgebraucht tatsächlich 20 Stück. Und letztes, also 2021, waren das 41 Stück. Und ich habe jetzt aber auch aktuell gar keine mehr da.
Gott sei Dank. Ich suche die mal raus. Das war einmal das hier. Ich habe es jetzt einfach mal mitgezählt. Ist egal. Ich glaube, ich habe da aber das meiste davon weggeschmissen. Aber ja, das fand ich echt richtig toll. Von Issey Miyake. Hat mir sehr gut gefallen. Dann so ein kleines Ding hier aufgebraucht. Das fand ich am Anfang gut, aber dann irgendwie nicht mehr. Bougeron. Boah, das, boah, wenn ich das jetzt schon rieche, ich muss da niesen, ne? Serpent Bohem. Das riecht mir einfach zu arg. Boah. Geht gar nicht. Zuerst war es wirklich gut, aber dann ging nicht mehr. Dann habe ich einen Haufen Leiche aufgebraucht. Dreimal hier Morgulin von Guerlain natürlich. Hatte ich auch noch, ich glaube, dreimal da. Habe ich jetzt weitergegeben, weil mir hat es jetzt gereicht mit dem Duft. Ne? Möchte es nimmer. Dann Flower by Kenzo, richtig toll, habe ich auch nochmal in einer größeren Variante aufgebraucht, gefällt mir sehr gut. Dann habe ich von Larissé, ich gucke mal, ich glaube das war's. Ja, von Larissé, 4 Düfte aufgebraucht. Wir haben ja nur Nummern, da weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, welche Nummer was ist. Versace, Eros, hat mir auch gut gefallen. Mir hat alles gut gefallen, sonst hätte ich nicht aufgebraucht. Montblanc Lady war auch sehr, sehr schön. Dann Libre, schwerer Duft halt von Yves Saint Laurent. Dann, richtig gut hat mir gefallen, Ginza von Shiseido. Aber auch mega teuer. Auch sehr gut hat mir gefallen, Mango Skin. Von Wilhelm Parfümerie. Ich glaube, das ist auch super teuer. Es hat mir auch sehr gut gefallen. Dann Voce Viva von Valentino. Gucci Memoir. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Was war das? Ah, Juliette Hesse Gunn. War auch richtig toll. Und Mon Paris von Yves Saint Laurent. Auch ein etwas schwererer Duft halt. Und das hier war mein absoluter Lieblingsduft, Drop DC von Issey Miyake. Richtig toll. Aber wie gesagt, ich habe jetzt keine Parfümproben mehr. Ich bin auch froh drum, weil was will man damit alles? Ich habe noch genug große Parfüms. Dann leer gegangen, Parfüm und Bodyspray, 7 Stück. Da habe ich jetzt auch so mittlere Dinger dazu gezählt, so Reisegrößen. Das war einmal, das war in einer Box drin, Super Äther. Ich kann sein, dass ich das nochmal da habe. Ich glaube, eine Freundin hat mir das gegeben, weil sie es nicht gut fand. Ich finde es mega. Mir gefällt es richtig gut. Dann, ah, das war, das ist was anderes. Das ist noch ein Setting Spray. Aber da habe ich doch schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gezeigt. Dann sind das doch 8. Oder was war das? Ja, das ist nämlich kein Parfüm. Gut, dann irgendwas ist hier schief gelaufen. Stelle ich mal dahin und dann habe ich aber Parfüm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, da habe ich wohl, da habe ich mich wohl verguckt. Dann wird das geändert. Das hier in 6 und das hier in 8. Okay, also Primer und Setting Sprays 8, Parfümproben 20, Parfüm und Bodyspray 6 Stück. Also ihr merkt schon, ich muss schon ein bisschen mehr Parfüm aufbrauchen auch. Aber zu Hause halt, ne? Genau, also die Reisegröße hier. Flower by Kenzo. Wirklich toll. Dann, das habe ich euch ja schon gezeigt, das war in der Box. Dann von Larissé, eins aufgebraucht, das war die 044. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was das war. Was Frisches. Ich komme auch gerade nicht drauf, ich glaube, aber ich habe das auch sogar noch mal da. Wie heißt das? Ich komme gerade nicht drauf. Liebe es.
Wenn ich es nicht mehr da habe, muss ich es mir auf jeden Fall nachbestellen. Mega gut. Schaut es euch mal an. Dann von Betty Barclay. Das war in der Pinkbox, glaube ich, mal drin. Pure Pastel Peach. Ja. Ja, war eher so ein pudriger Duft. Dann ein Body Spray endlich mal. Das hatte ich schon 100 Jahre. Von Frutini. Kiwi. Weiß ich nicht. Wer möchte denn riechen wie eine Kiwi? Ja, ich eine Zeit lang, aber würde ich mir halt nicht mehr holen, sowas. Aber was da ist, wird halt aufgebraucht. Und das habe ich zugeschickt bekommen von einer Zuschauerin. Das hat mir richtig gut gefallen. Miss Dior, das war zwar so ein Haarparfüm, aber ich habe das für so benutzt. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. War toll. Genau. Dann kommen wir zu Foundation und BB-Cream, Leute. Das wäre schon ein bisschen unangenehm. Da ist eins leer gegangen. Das. Ja. Und besser wie nix, ne? Eine Probe. All Hours Foundation von Yves Saint Laurent. Lichtschutzfaktor 25 Milliliter. Ja. Ja, ich muss mich ein bisschen ranhalten. Aber ich benutze tatsächlich halt gar nicht mal so oft Foundation. Ja. Gut, dass die ganze Schublade voll ist. Aber ich bin gerade am Aussortieren. Von allem. Dann Concealer habe ich aufgebraucht. 3 Stück. Gucken, dass ich wieder was vergesse hier. Den hier. Yuma Cosmetics. Ich fand den nicht schlecht. Da habe ich auch den Stopper entfernt gehabt. Den habe ich jetzt wieder reingedrückt. Ja, habe ich wirklich leer gekratzt. Hat mir gefallen. Den hier fand ich auch toll von Essence. Ich glaube aber, den gibt es nicht mehr. Sensitive Skin Loving Concealer. Da war aber auch nicht viel drin, ne? 3,5 Milliliter. Ja. Und dann von Benefit den Boing Concealer. Der war am Anfang echt nicht schlecht, aber dann irgendwie ist der so trocken gewesen. Aber er ist leer, ich habe gekratzt. Hab mein Bestes gegeben. Dann Primer und Glow Cream habe ich aufgebraucht. 2. Genau. Den hier von Alverde. Ich fand den richtig toll. Anti-Stress Serum Primer. Der hat so nach Vanillepudding gerochen. Hat mir sehr gut gefallen. Und das hier habe ich auch als Primer genommen. Priming Stick von Milk. So ein Hydro Stick war das. Hat mir auch gut gefallen. Mascara. 4 Stück. Und zwar La Roche-Posay. Die hat mir sehr gut gefallen. Die hat ewig gehalten. 2 Milliliter waren da nur drin. Dann noch so eine kleine von Tarte. Ja, ihr merkt schon, es ist hier ein bisschen eine Muggelpackung. Nur kleine Sachen aufgebraucht, aber hat mich halt nicht so viel geschminkt, ja. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch richtig heftig am Aussortieren. Ja, weil bevor was kaputt geht, ne? Genau. Tarte, die hat mir gut gefallen. Gifted heißt die. Dann, die war mega gut von NARS. Die hat mir richtig gut gefallen. Climax heißt die Mascara so. Aber halt auch nur so eine kleine. Und eine größere von Yuma auch. Lash Attack Waterproof Mascara. Ich glaube, das war die einzige wasserfeste Mascara, die ich noch da hatte. Ja, hat mir gut gefallen. Und ich glaube, mein Nagellack macht es auch nicht mehr lang mit. Ja, genau. Das waren 4 Stück. Lidschatten habe ich nichts aufgebraucht. Ich habe zwar Hitte Pans und so erreicht, aber in Paletten und ja, genau, zählt ja nicht. Dann Augenbrauenprodukte, 4 Stück. Ein Stift von was? Von Benecos. Der war so ein bisschen dunkel, aber der hat ewig gehalten, Leute. Ja, ewig. Dann von Alverde, finde ich sehr, sehr gut den da. Ich habe, glaube ich, noch ein paar davon da. Cappuccino war das und ich mag das, weil das so eine Tropfenform hat. Ich kann jetzt halt nichts mehr rausdrehen, ist ja leer. Und dann noch 2 so schmale.
einmal auch von Essence Micro Precise. Das war ein Witz, das Ding. Da war gar nichts drin irgendwie. Null, pass auf Leute, 0,001. Ah hier, 0,05 Gramm sind das. Und hat, keine Ahnung, 3-4 Euro oder so gekostet. Also das ist ein Witz, das Ding. Würde ich nie wieder kaufen. Also da, das ist die Verpackung nicht wert. Egal. Und das hier, das fand ich eigentlich ganz gut. Real Hair Definer Brow Pencil. Ich glaube, den hatte ich ein paar Mal da. Und habe den jetzt mal aufgebraucht. Sieht aus, ey. Ja. War gut. Dann Puder. Nee, Eyeliner, 3 Stück, nur 3, aber weil der hier, und den habe ich auch noch ein paar Mal da, weil meine Freundin schickt mir auch immer die ganzen Eyeliner, die in Boxen drin sind, weil sie sich keinen Eyeliner zieht und deswegen schickt sie mir das immer alles zu und da habe ich irgendwie noch bestimmt 4-5 Stück davon hier in meiner Kiste. Aber der war richtig gut, hat mega lang gehalten von Aiko. Dann, das war leider ein Flop, Trend It Up. Der hat gar nicht lang gehalten, also nicht mal eine Woche. Das war so ein blauer, das war leider ein Flop. Und dann von Essence, Easy Brush Liner. Der war auch okay. Oh. Ja, okay, das war ein bisschen nervig. Da erinnere ich mich noch dran. Ja, hier, seht ihr, die Mogelpackung. Ja, das weiß ich nicht, das war nicht richtig fest. Aber der war nicht schlecht. Genau, 3 Stück. Dann Puder. Haha, Puder habe ich aufgebraucht. 3. Sehr gut. Einmal von Alverde. Das hat mir gut gefallen. Das war aber so ein bisschen getönt. Und das konnte man auch noch so ein bisschen als Bronzer benutzen. Viel von Alverde, merke ich. Dann Catrice, dieses, wie heißt das, Color Correcting Powder. Ja, findet man ja leider gar nicht mehr so, aber fand ich immer total gut. Auch aufgebraucht. Und dann, oh Gott, der Hund hat sich auch hier in die Kiste gelegt. So ein Lospuder bei Terry Hyaluron Hydra Powder. Genau, war auch okay. Und Bronzer Blush 1 aufgebraucht. Das war nämlich so ein Doppelteilchen. Das war von L'Oreal Cherry on the Cake. Und das hat mir richtig gut gefallen. Das war so hier so schräg. Da war eins Blush und eins Bronzer. Hat mir sehr gut gefallen. Hat auch so nach Kirsche geduftet. Fand ich wirklich schön. Also generell diese Produkte hier von L'Oreal finde ich sehr gut. Ich habe davon, glaube ich, auch noch einen Blush. Kann ich auch empfehlen. Ich weiß noch nicht, ob es das noch gibt. Dann Nagellack habe ich dieses Mal auch aufgebraucht. 2 Mal. Das war das. Einmal so ein ganz helles Fliedertönchen von Edding. Und so ein kleines hier von Essie. Wobei ich sagen muss, Essie hält bei mir irgendwie nicht so richtig. Nach 2 Stunden habe ich da schon, splittert es schon ab und so, weiß ich nicht, ist nicht so meins. Ja. Der hier ist von Trend It Up und ich muss sagen, ich komme mit den Nagellacken von Trend It Up oder diese super teuren Nagellacke am besten zurecht, aber die super teuren, da benutze ich meistens die, die in den Boxen halt drin sind, weil ich würde mir jetzt keinen Nagellack für 25 Euro oder so kaufen. Genau. Dann lieber von Trend It Up. Genau. 2 Nagellacke habe ich mich gefreut. Und Highlighter habe ich leider keinen aufgebraucht. Aber ich habe einen Kajalstift aufgebraucht. Und zwar der hier von P2. Ja, so hat er ausgesehen. So ein braun-bronzeton war das. Wie hieß denn der? Cinnamon. Genau, der ist leer gegangen. Und ich sehe gerade, ich habe einen Bronzer unterschlagen. Genau. Den Liquid Bronzer hier. Jude Hula von Benefit. Und der ist richtig gut. Also wenn ihr den noch irgendwo in eurer Schublade habt, benutzt den mal. Ich finde den richtig toll.
Also den kann ich wirklich empfehlen. Das war so eine kleine Größe, hatte ich mal tatsächlich in der Glossy Box. 5 Milliliter. Ja, am Anfang, zu Anfangszeiten waren da noch richtig tolle Sachen, also Benefit und so Marken drin. Ja, gibt es glaube ich schon länger nicht mehr. Und Leute, 5 Lippenprodukte. Einmal von MAC. Diesen Lipgloss. Oh, ich sag's euch, der Hund war glaube ich in der Kiste. Ja, hat mir gut gefallen. Dann von NYX. So ein ganz kleines Teilchen hier. Aber hat mir gut gefallen. Das war Kopenhagen. Ich glaube, den hatte ich 100-mal da. Aber ich glaube, das war der letzte. Und dann noch so ein kleines Teilchen. Habe ich auch von einer Zuschauerin zugeschickt bekommen. Und ich glaube auch diese Mascara. Das hat mir richtig gut gefallen hier. Es sah richtig schön aus, so ein kleiner Lipgloss. Dann, oh, der war schön, aber oh, ist leider leer. Ich habe schon gekratzt, ne, von Smashbox. Oh, ich liebe ja sowas. Das war wirklich so ein richtig schönes Rot. So ein matter, kräftiger Rotton, nicht so ein Ketchuprot. Oh, der war wirklich richtig toll, aber ist halt jetzt leer. Und dann ein Lippenstift von Alverde auch wieder. Also ich erkenne ein Muster, ne? Ja, den habe ich auch überwiegend als Blush benutzt. Candy. Sehr cool. Wie viele Alverde-Produkte waren das? 1, 2. Ich muss mal gerade gucken. Das waren echt viele, oder? Oder habe ich mir das jetzt eingebildet? 3. Ah, nee. 4. Okay. Ja, gut, komm. Geht noch. Genau. Und insgesamt waren das 62 Produkte. Ja, ich sag mal so, es hätte schon durchaus ein bisschen mehr sein können. Aber es ist trotzdem einiges leer gegangen. Ich würde jetzt mal sagen, das war jetzt so ein normaler Verbrauch für jemand, der sich halt schminkt. Normaler Verbrauch im unteren Bereich. Für mein Empfinden jetzt. Für jemand, der sich halt einfach schminkt. Ja, doch. Aber es ist interessant mal zu sehen, dass tatsächlich auch was leer geht. Ne? Aber bei weitem nicht so viel, wie man kauft. Das ist das Problem. Okay, und 2021 sind leer gegangen, Leute. 97 Produkte. Ja. Davor 86. 2019 113 Produkte. Und 2018 51 Produkte. Also ihr merkt da einen Abwärtstrend. Ja, wie ist das bei euch? Legt ihr da noch so viel Wert drauf auf Make-up und Kosmetik oder habt ihr da eher ja, in anderen Sachen so euren Frieden gefunden? Das würde mich mal interessieren. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.